Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt ist es gerade ruhig. Naja, gut. Es ist 6 Uhr mittlerweile. Ich habe schon alles fertig gemacht, Frühstück, Waschen und so weiter. Es ist so ein bisschen bewölkt noch, soll aber alles aufreißen heute Morgen. Und ja, der Platz an sich ist eigentlich sehr schön hier, wie man sehen kann. Aber die Schafe sind doch schon sehr früh aktiv, so ab 3 Uhr ungefähr. Was ein bisschen störend ist, hier sind so Rohre zwischengelagert anscheinend. Aber naja. Und die Schafe sind jetzt gerade dort rechts von der Brücke und direkt hier hinterm Auto. Und das ist schon laut, wenn man schlafen möchte. Jetzt gerade ist Ruhe, merkwürdig. Tja, wie es immer so ist. Der Platz hier hat sich noch gut gefüllt. Aber von den anderen Mitschläfern hier war nichts zu hören. Naja, ich werde jetzt gleich erstmal Richtung Nordstrand radeln und dann nehme ich euch wieder mit, wenn ihr mögt. Also bis gleich. Ja, ich bin mittlerweile unterwegs und habe gerade zu meinem Entsetzen wieder gesehen, dass hier ein Schaf ja das Bein richtig gebrochen hatte. Also das humpelte auf dreien und das andere baumelte nur noch. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass die hier ja so ohne einen Hirten sich selbst überlassen werden. Weil gestern das tote Schaf, ich habe noch ein zweites gesehen nachher, und jetzt heute Morgen hier noch das ist mit diesem richtig abgebrochenen Bein. So muss morgen eigentlich nicht beginnen. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall unterwegs. Ich fahre jetzt hier so entlang des Kanals. Hier ist diese Deichkrone, wo das Naturschutzgebiet bzw. das Bad Meer anfängt. Und bei dem Licht ist das jetzt gerade eigentlich schön zu fahren. Ich habe noch die Jacke an, weil es sonst so frisch wäre. Volle Beine her, klar, die bewegen sich. Da ist kurze Hose schon möglich. Ansonsten haben wir 13 Grad, was okay ist, finde ich. Und den Wind, den man jetzt hört, ist wirklich nur mein Fahrtwind. Ansonsten ist es windstill. Zum Nachmittag gestern hat es ja hier wichtige Böen gegeben. Laut Wetterkarte 48 km/h. Und da hat es den Kuli schon ganz schön geschüttelt. War so, als wenn einer einen in den Schlaf wiegen wollte. Und jetzt ist es, wie gesagt, angenehm windstill. Also abwechslungsreich ist anders auf dieser Strecke. Lässt sich super fahren, aber es geht nur geradeaus. Und ja, mal sehen. Da freut man sich schon auf die einzige Kurve, die am Horizont zu sehen ist. Aber ich bin die ganze Zeit hier begleitet von Spatzen. Ist ja auch mal interessant. Ich bin jetzt einmal wieder hier auf diese Deichkrone drauf. Man sieht hier schön dieses Naturschutzgebiet. Und dahinter das Wattenmeer mit der ersten vorgelagerten Insel dort gegenüber von Gretsiel. Ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, welche das ist. Ja, aber ich denke, so kann man das mit dem Zoom schon ganz gut erkennen, dass gerade Ebbe ist. Ja, es wackelt jetzt sehr im Zoom, aber das lässt sich nicht ganz vermeiden. So,
Und irgendwo da hinten möchte ich jetzt gleich erstmal hin. Ich denke mal, dass auch irgendwo noch ein Leuchtturm kommen wird. Die Dinge haben es mir irgendwie angetan. Hier ist ein Gedenkstein am Wegesrand in Erinnerung an den Deichschluss am 2.10.2000 durch den niedersächsischen Ministerpräsident Sigmar Gabriel. Dann gehen wir doch einmal über die Schlussstelle und schauen mal nach der Aussicht. Naja, auf jeden Fall könnte ja mal einer zum Pflücken kommen. Ja, auch wieder schöne Aussicht aufs Wattenmeer und das Naturschutzgebiet. Hier ist man schon recht nah dran am Watt, aber es gibt aber nicht irgendwie direkte Wege dorthin, deswegen spare ich mir den Weg, der dort unten herführt, weil das auf diesen Rasengittersteinen ist und das ist echt unangenehm zum Fahren. Jo. Ja, da ist die andere Schleusenanlage, wo ich die eine Nacht umgeparkt hatte, um dort zu schlafen. Und da wurden ja dann an dem Tag die Schilder aufgestellt, beziehungsweise den Tag davor anscheinend wurde mir jetzt gesagt, dass man dort nicht mehr stehen darf. Eigentlich schade, weil es ein echt schönes Fleckchen war. Und absolut ruhig. Aber hat alles seine Vor- und Nachteile. Schaut mal, da kommt die nächste Arbeitskolonne zum Mähen. Ich weiß, flacher Witz, aber ich fand's gerade gut. Weil die alle so schön hintereinander laufen hier. Und das eine Schaf vorab. Und das nimmt kein Ende. Dann sind die, die mich heute Morgen geweckt haben, wahrscheinlich die Frühschicht. Ja, und hier sind die ganz puristischen Schläfer. Kann man auch machen. Wobei man schön gesehen hat, dass dieser Daunenschlafsack von außen schon sehr nass war. Da würde ich mir, wenn schon, so einen Biwaksack besorgen, um so zu schlafen. Aber der sah auch aus, als wenn er erst Anfang 20 war. Der kann das noch ab. Der Komfortanspruch ändert sich ja so mit den Jahrzehnten des Älterwerdens. Mir ist ja hier schon ganz oft aufgefallen, dass keine Hofhunde oder Haushunde sind. Aber seht ihr das dort auch? Und das ist keine Attrappe. Hier gibt es Hausschweine. Jetzt muss ich gerade mal gucken mit dem riesen Zoom hier. Man erkennt das wieder kaum. Da ist es. Nicht schlecht. Da rechts ist noch ein zweites. Mal was anderes. Und das Tor ist offen. Die hauen also auch nicht ab. Speziell rein. Schön. Zum Nordsee-Heilbad Norddeich. Und die Begrüßung erfolgt mit einem Hasen. Der erste auf der Tour. Schön. Ja, das Ganze hier ist ein Kurbad, oder wie nennt sich das hier an der Nordsee? Doch, wahrscheinlich genauso wie an der Ostsee auch. Nordseebad. Es stand auf dem Schild. Ihr habt es ja gesehen. Oh, hier ist wieder einer schöner von diesen schönen Elektrorollern im alten Vespa-Style. Hier gibt es auch einiges zu sehen, von Erlebnisbad bis Seehundstation, Kinderspielhals, Spielhaus und so weiter. Dort geht es gleich in die mehr oder weniger Promenadenrichtung. Und ja, das schaue ich mir gleich noch an. Dann nehme ich euch mit und entschuldigt bitte, dass ich zwischendurch so wie rede heute. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ob es der Schlafentzug ist oder einfach allgemeine Verwirrtheit, ich weiß es nicht. Hier vorne steht nochmal so eine Hochwassersäule. Dann mache ich gleich mal ein Bild von vorne.
Also hier ist nochmal was Interessantes. Flut oder Ebbe. Da ist hier so eine Säule mit LEDs drin. Sieht man jetzt gerade nicht so gut. Und die zeigt je nachdem an, ob wir steigenden oder fallenden Pegel haben. Und bei Sturmflut ist oben drin nochmal ein stark rot pulsierendes Licht. Ich mache da mal ein Bild von und füge das auch ein. Dann könnt ihr das selber lesen, wenn ihr wollt. Ja, hier geht's jetzt rein. Da stand jetzt Fußgängerzone und Radfahrer frei. Dann radel ich hier auch mal durch. Das ist jetzt alles Richtung Kurhäuser von der Richtung. Auch hier hat sich wieder irgendein Künstler verewigt. Sehen immer recht interessant aus, diese Stahlkonstruktion, auch wenn man nicht immer weiß, was es darstellen soll. Aber Kunst liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich bin da ganz kindlich geblieben und finde einfach den hier besonders schön. So, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich mal einmal oben auf den Deich komme. Aber dafür lasse ich das Fahrrad, glaube ich, eben hier stehen. Ja, so mache ich es. Ja, hier ist Haus des Gastes von Norden-Norddeich. Dort hinten ist ein Hafen zu sehen, da werde ich gleich auf jeden Fall weiterhin radeln. Und zwar da unten über den Weg. Aber jetzt gehe ich erstmal hier über diese Stahlkonstruktion. Und zwar Richtung Meer. Da unten muss ich gleich auf jeden Fall auch noch hin. Es kann ja nicht sein, dass ich hier über Pfingsten jetzt am Meer bin und nicht einmal am Wasser war. Was ja an der Nordsee nicht immer so einfach ist, musste ich mittlerweile feststellen. Man hat an der Ostsee deutlich mehr Zugang zum Strand und Wasser als hier an der Nordsee, was ich bisher so erfahren habe. Aber auch hier ist es sehr schön. Ich sag zu oft schön, ich weiß. Braucht keiner in die Kommentare schreiben. Das ist mir durchaus bewusst. Und eine Strandkorbfarm. Schön mit Mindestabstand. Gut, die Poolanlage sieht jetzt nicht so super aus. Ich gehe jetzt mal eben noch hier hoch, dann haben wir bestimmt noch eine bessere Aussicht. Ja, jetzt bin ich hier oben angekommen. Das Erste, was mich direkt anstarrte, ist hier die Möwe. Und die sind ja auch gar nicht mehr so scheu. Ganz im Gegenteil, manchmal sogar schon leicht aggressiv. Naja, man hat hier jetzt halt einen schönen Blick da hinten Richtung Hafen und Strandkörbe. Dort aufs Meer hinaus. Und zu den Inseln. Ja, da haben sich die ersten 20 Kilometer heute schon gelohnt. Irgendwo von da hinten bin ich gekommen. So der Höhe der Windräder ungefähr. Wie schön das hier ist, wenn es windstill ist. Mal sehen, wie lange es so bleibt. Es ist ja meistens früh morgens und abends, dass es windstill ist und dazwischen immer leicht böig. Also hier im Hafen ist es so, dass jetzt hier die Züge, Schiffe und sonst was nach Jüst und Norderney fahren. Und ansonsten ist dort noch so ein bisschen Fischerei und Ausflugsfahrten möglich. Dort auf der Seite ist dieser, ich glaube, Sportboothafen nennt sich das, wo eher die Kleinen ihre Liegeplätze haben. Und hier geht es Richtung Fischerei, würde ich behaupten. Oh, wow, das Schiff Anna gefällt mir echt gut. Das sind genau meine Farben.
Ja, hier beginnt jetzt ein Stück, wo ich nicht radeln darf. Aber das schiebe ich auch gerne mal. Hört ihr diese Ruhe? Wahnsinn. Hier ist es so geregelt, dass dieser Hundestrand sogar eingezäunt ist. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Dass die separiert sind, ja, aber eingezäunt ist eine neue Hausnummer. Das ist echt schön gemacht hier auch mit diesen Stufen. Zum Wasser runter. Das hat schon was. Was hier auch schön ist, sehe ich gerade, hier gibt es Duschen am Strand. Also wenn man mal länger mit dem Bulli unterwegs ist, könnte man auch hier mal eben eine Dusche nehmen. Das sind die ersten, die ich hier an der Nordsee so entdecke. So, ich bin jetzt gerade hier auf der Rückseite beim Haus des Gastes. Da gibt es Herren-, Damen- und Behindertentoiletten. Und die Herrentoiletten blitzblank sauber und in gutem Zustand, bis auf diese üblichen Schmierereien an den Wänden von irgendwelchen Jugendlichen. Beim Rauskommen habe ich gesehen, hier die Preise zum Beispiel für eine Tageskarte, was das Strandbad angeht, 2,50. Finde ich okay. Was ich besonders günstig fand, ist hier der Tagesstrandkorb für 7 Euro. Da kann man echt nichts sagen. Das habe ich woanders schon teurer gesehen. Das Schwimmbad hier hat es allerdings deutlich hinter sich. Hier runter sieht es jetzt aus, als wenn man in so einen kleinen Park käme. Den schaue ich mir jetzt natürlich auch noch an. Das ist der Kurpark und Fahrzeuge aller Art und Reiten ist nicht erlaubt. Dann werde ich da jetzt mal durchlaufen. Ja, selbst hier im Park gibt es anscheinend Ebbe und Flut. Momentan sieht es eher nach Ebbe aus. Aber da in der Mitte ist schön gemacht mit den ganzen Baumreihen und dazwischen die Gräser. Da fühlt sich garantiert einiges an heimischen Vögeln wohl. Ansonsten ist das Ganze hier jetzt nicht riesig groß, aber schon angenehm für so ein Ostseebad. Ach Quatsch, Nordseebad. Auch da hinten so ein Pavillon mit Sitzmöglichkeiten. Ist schon ganz okay. Ja, hier fühlt sich auch der Nachwuchs schon wohl. Von diesen kleinen Flitzern. Die sind ja immer niedlich. Ja, wenn man durch den Kurpark dann durch ist, kommt hier noch eine riesen Spielanlage für Kinder. Mit allem, was das Kinderherz begehrt. Ja, hier direkt vor diesem Ocean Wave Spaßbad haben sie einen schönen Kreisverkehr angelegt. Mit einem alten Kutter hier. Ist ja auch mal eine schöne Idee. Hier drehe ich auch, um nochmal Richtung Strand wieder zu fahren. Dort, wo die rote Fahne im Hintergrund ist, da ist die Seehundstation. Und hier hinter ist der Wohnmobilstellplatz, wo unheimlich viel Platz noch ist. Teilweise 50 Meter, 100 Meter dazwischen gefühlt. Und trotz allem ist vorne die Zufahrt gesperrt. Ist nicht ganz nachvollziehbar manchmal. So, mit Blick von der Düne auf den Strand bis zum Wasser würde ich mich jetzt für dieses Video wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit all den Sprachfehlern und verlangsamten Kommentaren.
woran es heute gelegen hat oder ob es eigentlich immer so ist, ich weiß es nicht. Aber es ist, wie es ist. Macht's gut, euer Markus.